So. Hallo Freya. Hallo Andrea. Wir wollten ein Intro machen. Also das Intro, was wir das letzte Mal auch gemacht hatten. Also mein abgewandeltes Intro. Hallo, schön, dass du zu unserem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea. Ich bin Freya. Und wir nehmen dich hier mit in die Welt zwischen unseren Worten. Willkommen zur Folge, also von meinem Podcast zwischen den Worten, wird das die Folge 35 sein. Und heute geht es darum, wir müssen das echt noch üben. Achso, ist nicht geskriptet, es ist alles ganz authentisch. Offensichtlich. Es geht um das Thema, das irgendwie so ein bisschen zwischen mir und Andrea hochgepoppt ist, um das Thema Nerds. Und warum Nerds erstens einen viel zu schlechten Ruf haben, den sie überhaupt nicht verdienen. Warum Nerds auch nicht zwangsläufig was mit Computern zu tun haben. So. Und um die These, die wir aufgestellt haben, warum man ein Nerd sein sollte, um richtig gut zu sein. In dem, was man tut. Ja. Genau. Genau. Ja, Andrea, wie sind wir auf das Thema eigentlich gekommen? Ich weiß wie. Aber wie immer. Ach so, ja. Wie immer, und deswegen ist es auch noch nicht so drin, ist es halt noch nicht wie immer, weil wir das noch nicht so lange machen. Aber eigentlich wollen wir euch ja erstmal erzählen, wie die letzten beiden Wochen bei uns waren. Ja. Liebe Freya, was war los bei dir? Bei mir ist einiges los. Bei mir ist im Moment sind wirklich die letzten Wochen jetzt vor der Veröffentlichung des Buches angelaufen. Also ich mache im Grunde genommen den Roman jetzt wirklich fit für die Veröffentlichung. Das heißt, die letzte Runde Lektorat ist gerade durch. Ich habe gerade die Korrekturen bekommen. Zeig mal nochmal. In diesem wunderbaren Ordner warten Markierungen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Kannst du mal eine Seite zeigen, bitte? Warte mal. Es ist nicht ganz so rot, wie ich befürchtet hatte. Oh, guck mal, jetzt habe ich direkt eine Seite aufgeschlagen, auf der nix ist. Das ist doch gut. Gut, dass es auch solche Seiten gibt. Ja, sie sind aber in der ungefähr so. Ich sehe nicht. Also, die sieht komplett leer aus. Okay, hier sieht man dann Fragezeichen, Ausdruck, solche Sachen. Ja. Ja. Satzzeichenfehler. Ja, das mache ich mal zu. Satzzeichenfehler, davon habe ich, ja. Das ist meine Spezialität. Genau, also ich mache jetzt das Manuskript wirklich fit für die Veröffentlichung und bin gleichzeitig dabei, das ist Teil der letzten Runde, das Hörbuch aufzunehmen, was sich als anstrengend und langwierig herausstellt. Ich sagte zu Andrea auch gerade schon, warum habe ich ein so langes Buch geschrieben? Es zieht sich ein bisschen, aber ich komme voran. Und damit kannst du auch diese wunderschöne Decke im Hintergrund erklären. Ach ja. Die das Bild so komplett entwertet, finde ich. Danke. Dankeschön. Es ist keine dauerhafte Konstruktion hinter mir. Das ist meine wunderbare Aufnahmekabine, die auch nicht ganz so furchtbar aussieht. Also man sieht, das ist ein Paravent, so ein Raumtrenner. So ein Türkis mit einem Schmetterling drauf, den ich irgendwie secondhand Und warum sehen wir nicht den türkisfarbenen Schmetterling? Weil da eine Hundedecke, eine ehemalige, drüber hängt, die oben den Schall absorbiert. Das ist tatsächlich, man merkt das in den Aufnahmen tatsächlich, das ist nochmal ein Ticken, ja, also dass in der Tat einfach weniger Schall nochmal drin ist und wird super warm da drin. Ja, ich finde das. Es ist so echt, irgendwie man geht da rein und denkt sich, oh Gott, irgendwie friere ich so. Und nach einer Viertelstunde, weil man ja auch echt steht und das sehr, sehr anstrengend ist, ist man so ein bisschen schweißgebadet. Nein, und genau, das sind die letzten zwei Wochen bei mir gewesen. Und das werden wahrscheinlich jetzt auch so die nächsten Tage definitiv noch, die nächste Woche auf alle Fälle noch so weiterlaufen. Und genau, das war's wohl bei mir. Aber das ist bei mir auch relativ langweilig, denn Andrea ist ja diejenige, die krasse Sachen zu erzählen hat. Sie grinst auch schon so. Andrea, willst du einfach mal erzählen, was sich in der jüngsten Vergangenheit bei dir so ereignet hat? Also in der jüngsten Vergangenheit habe ich im Monopoly gewonnen. Was sehr ungewöhnlich ist. Ich habe gegen meinen Sohn, glaube ich, das war das zweite Mal, dass ich gewonnen habe. Und ich habe auch nur deswegen gewonnen, weil wir das Spiel abgebrochen haben, weil wir plötzlich, ich war schon komplett in der Runde, wo ich dachte, er hatte die beiden blauen Straßen, die ja beim Kindermonopoly anders heißen. Warte mal, Schlossallee und Ja, aber Looping und Achterbahn, glaube ich, heißen die da. Und er hatte die beide und dann bekommt er 10 Euro, wenn ich auf eine komme. Und ich hatte dann irgendwie noch, keine Ahnung, 7 Euro. Und dann habe ich es komplett rumgerissen und habe dann noch gewonnen. Aber ist ja auch vollkommen irrelevant. In der etwas längeren Vergangenheit kam mein neues Buch heraus, nämlich
wenn wir das aufnehmen, gestern, denn heute ist der 19.7. Und ja, das ist ein bisschen aufregend gewesen. Und es war ein spektakulärer erster Tag, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe das gestern verfolgt und es lief ja richtig gut, ne? Cool gelaufen. Es lief tatsächlich sogar besser als bei Lara. Ja. Was mich nicht überrascht hat, aber erfreut hat natürlich, weil die Angst schwingt ja immer mit. Und ich habe in den letzten Wochen 2, beziehungsweise eigentlich sogar in den letzten Monaten 3 Veröffentlichungen miterlebt, die unter den Erwartungen liefen. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für den gestrigen Tag. Heute ist dann natürlich der zweite Tag. Und der zweite Tag ist mega anstrengend, weil ich da sehr aufpassen muss, dass ich nicht erwarte, dass der zweite Tag genauso gut läuft wie der erste Tag. Was er natürlich nicht tut, das ist ja komplett klar, denn am ersten Tag sind die ganzen Leute, die eh schon auf das Buch gewartet haben und so. Ja. Und naja, und die Leute kaufen es natürlich dann am Samstag, um es dann am Sonntag zu lesen, ne? Also deswegen, also Sonntag ist ja so ein typischer Lesetag auch eigentlich. Aber Sonntag ist eigentlich auch meistens der beste Verkaufstag. Das stimmt, das ist bei mir auch so. Und ja, aber das Ding ist, am Samstag, also am Veröffentlichungstag, hat so ein Buch halt seinen krassen Peak, weil die Leute, die darauf warten, das kaufen und die informiert werden über Newsletter und Social Media und sowieso. Und dann muss es sich ja erstmal einfinden. Also auch wenn es schon ein Ranking hat, heißt das noch nicht, dass es halt so gut gefunden wird und so weiter. Und das ist mit diesen Kundenkaufen auch. Und dann gibt es ja so viele Parameter, die da eine Rolle spielen. Die sind dann halt alle noch nicht da. Und dann, ja, es muss halt dann irgendwie von alleine laufen. Und das ist mega aufregend. Aber ich habe es tatsächlich gestern und auch heute so hingekriegt, dass ich mein Telefon sehr viel weggelassen habe. Gestern war ich erst beim Yoga und dann war ich mit meinem Sohn am See und alles ohne Handy. Und dann nachmittags sowieso habe ich mein Handy sowieso mal nicht dabei, wenn wir wenn wir unterwegs sind. Und das ist echt ganz cool, weil ansonsten ist es wirklich so ein Gucken. Ja, genau. Gucken. Nee, darüber, glaube ich, hatten wir auch, glaube ich, bei Lara mal irgendwann gesprochen, dass das wirklich auch total stresst, ne? Also, ja, absolut. Weil du es bringt ja auch nichts. Also wenn innerhalb von 5 Minuten keine weiteren Verkäufe dazukommen, dann hat das nichts damit zu tun, dass das Buch nicht läuft. Und das Ding ist halt, man kann es ja auch nicht beeinflussen. Also egal, wie oft man guckt, es läuft ja deswegen nicht besser. Und was ich wieder mal super anstrengend finde, ich habe zwar schon relativ viele Rezensionen durch, aber auch das läuft super schleppend, weil Amazon dann natürlich, wenn so viele auf einmal kommen, das 5-mal prüft und es ist ein Geduldsspiel, aber es ist ein schönes Geduldsspiel und was laut? Dieses Geräusch, das ist immer so schon dieses Geräusch von Niederlage. Wir haben gerade was rausgeschnitten und ich habe es euch ja schon in der Folge über das Hörbuch aufnehmen erzählt. Da gibt es diesen Klicker. Und Freya hat jetzt auch angefangen aufzunehmen und sie hat festgestellt, dass es an sich cool ist, aber dass es einem auch aufzeigt, sagt man eigentlich unperfekt oder imperfekt? Also imperfekt ist eine Zeitform, aber im Englischen sagst du ja imperfect, imperfection. Aber also gute Frage, ich glaube, hört sich irgendwie komplett falsch an. Kannst du mal deinen Schwiegervater fragen? Ja, aber wenn er wieder besser auf mich zu sprechen ist und wieso ist mein oder besser, wenn ich besser wieder auf ihn zu sprechen. Ich musste echt schlucken vorhin. Also Schreibstil wie aus dem 18., 19. Jahrhundert ist schon echt harter Tobak. Also ich lese gern Jane Austen. Ja, ich und auch. Und Goethe lese ich auch gern. Nicht gern lese ich Schiller. Echt nicht? Ich liebe Schiller. Vielleicht sollte ich mal wieder probieren. Das haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob das eine der Folgen war, die wir veröffentlicht haben. Wir haben ja so viel auch. Nein, haben wir nicht. Gar nicht. Das ist alles in den Tiefen meiner Festplatte. Ja, und ansonsten war in den letzten 2 Wochen, klar, das Hauptthema natürlich die Veröffentlichung, aber ich habe mir auch so ein paar Gedanken über andere Sachen gemacht. Zum Beispiel möchte ich meinen Blog viel mehr nutzen. Ich habe auch heute einen Blogartikel über das neue Buch veröffentlicht, den möchte ich noch teilen. Und dann möchte ich den YouTube-Kanal auch mehr nutzen. Ich habe am Freitag, glaube ich, oder am Donnerstag 4 Folgen aufgenommen, kurze Krass. Folgen. Und zwar habe ich eigentlich schon für meine Website ganz viele Unterseiten vorbereitet, in denen ich Rezensionen teile. Das Ding ist, ich habe mir das wieder so
groß gemacht. Also diese Seiten will die so cool, jede einzelne gestalten, so mit einem Lieblingszitat und Bilder natürlich und ach, weiß ich nicht was, so dass es super aufwendig ist und ich es einfach nicht hochlade. Und jetzt habe ich mir zwei Sachen überlegt. Einmal möchte ich einfach den Blog dafür nutzen, um die Rezension schriftlich zu teilen. Also das, was ich sowieso an, ich schreibe ja für jedes Buch, was ich lese, eine Rezension. Und dann möchte ich die aber auch in diesen Blog, also in diesem Podcast beziehungsweise YouTube-Kanal teilen und habe dazu den drei Büchern, die mich als ja so im Self-Publishing sehr beeinflusst haben. Und das sind also total unterschiedliche Bücher, deswegen finde ich es so cool. Das ist einmal von meiner Lektorin Jona Gellert, Sprungturmhelden, weil es tatsächlich das erste bewusste Self-Publishing-Buch ist, was ich gelesen habe. Dazu erzähle ich dir aber, damit muss ich jetzt nicht erzählen. Dann ist es natürlich von Stephen King On Writing. Ja, okay. Und dann ist es von Ryder Carroll die Bullet Journaling-Methode. Das ist zwar nicht genau dieses Buch, aber das Bullet Journaling an sich hat mich, glaube ich, im Schreiben und überhaupt im Self-Publishing so krass fokussiert und mir geholfen, organisiert zu sein. Das sind die ersten drei Bücher und zu denen habe ich schon die aufgenommen. Es macht voll viel Spaß, es geht halt super schnell. Und ich glaube, dass man gerade natürlich unbekannten und kleineren Autoren damit auch Gefallen tut. Und ich möchte auch dieses Thema Rezensionen einfach ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen und den Leuten halt einfach auch zeigen, dass es wichtig ist und dass es gut ist und dass es dazu auch einfach nicht viel braucht. Also es braucht ja nicht jeder einen YouTube-Kanal dafür, es reicht halt auch wirklich. Das war ein tolles Buch, oder? Ja, und ich glaube, die Leute machen sich das überhaupt nicht bewusst, auch wie der Amazon-Algorithmus zum Beispiel funktioniert und wie wichtig das einfach insgesamt fürs Ranking, fürs weitere sowas. Ich glaube, die Leute also mir war das auch ehrlich gesagt nicht bewusst, bevor ich in Self-Publishing eingestiegen bin. Nie Rezension geschrieben. Ich auch überhaupt nicht. Ich glaube, das erste Buch, was ich bei Amazon rezensiert habe, war deins. Echt? Weil es mir einfach nie in den Sinn gekommen ist, weil die Leute hatten doch schon viele Rezensionen und das hat mir doch geholfen, auch bei der Kaufentscheidung so. Aber es ist einfach wirklich super wichtig, dass sowas einfach regelmäßig reinkommt und dass sie am besten gut sind. Und ich glaube, das macht man sich einfach nicht klar. Deswegen, man muss echt darüber sprechen, auch gerade als Self-Publisher. Auf jeden Fall, immer wieder, auch wenn es nervt. Ja. Und die es nervt, die gehen dann halt, dann ist es halt so. Aber na gut, dann schlage ich mal vor, wir kommen mal zu unserem Nerdy-Thema, weil eigentlich sind wir schon mittendrin, finde ich. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich meine, das, was du da so YouTube-Kanal und Rezensionen und sowas, es ist schon so ein bisschen nerdig, ne? So ein bisschen. Ich wollte mal kurz gucken, was bedeutet denn eigentlich Nerd? Kannst du das zusammenfassen, was das genau heißt? Soweit ist. Also ich kenne die Band NERD mit Pharrell Williams, die ich super geliebt habe eine ganze Weile. Also Nerd ist eine Bezeichnung für an Spezialinteressen hängende Menschen mit sozialen Defiziten. Also wenn man bei Google das eingibt, dann kommt daraus Substantiv maskulin, sehr intelligenter, aber sozial isolierter Computerfan. Auch schön. Absolut. Das trifft total auf mich zu. Sonderling, Fachidiot. Auch schön. Aha. Ja. Okay. Ja. Ich glaube, wir brauchen unsere eigene Definition für den Nerd. Definitiv. So. Okay, also dann. Ja. Wie würde man den Nerd eigentlich tatsächlich definieren? Also für mich ist ein Nerd tatsächlich halt jemand, der so sehr reingeht in ein Thema auf eine, ich würde schon fast sagen, übertriebene Weise. Also der sich sehr, mir fehlt gerade das Wort. Also ich finde, also das Ding ist, also ich glaube, ich bin mit dem ganzen Begriff und mit dieser ganzen Art so richtig in Berührung gekommen über die Serie Big Bang Theory, die wahrscheinlich jeder kennt. Da gibt es tatsächlich eine Folge, wo die mal dieses Thema aufgreifen über dieses Nerdige. Und Penny sagt daraufhin zu den Jungs, dass sie eigentlich um die ihre ganzen Nerd-Sachen, also diese klassischen Nerd-Sachen, wie man liest Comics und kennt jedes, kann jede Sprache, die in Star Trek gesprochen wird, ebenfalls sprechen, wie Klingonisch und sowas. Und sie sagte, allein, dass du weißt, dass es Klingonisch macht dich schon zum Nerd. Dankeschön, ja. Ich auch, ich habe in meinem Büro auch kein Star Wars Poster hängen, aber gut. Aber ich finde Star Wars ist immer Kollegen noch was anderes als Star Trek. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Puh, tief durchatmen.
Nein, aber was ich ganz witzig sagte, Penny sagte irgendwie zu den Jungs, sie haben halt Leidenschaft für ihr Thema. Sie brennen halt total dafür und fuchsen sich da in jedes kleinste Detail ein und geben sich auch erst zufrieden, wenn sie alle Details für sich entdeckt haben, weil es einfach bestimmte Themen und ob das nun Comics sind oder Stricken oder Taekwondo, ich glaube, wenn man einfach für so ein Thema eine totale Leidenschaft entwickelt und dieses Detailwissen und diese Liebe auch zum Detail, ich glaube, das könnte man, also das wäre so ein weit gefassterer Begriff von Nerd, den ich ein bisschen sympathischer finde als Fachidiot. Ja, also Fachidiot sagt ja eigentlich aus, dass man nur in seinem Fach Ahnung hat, ne? Ja. Und ich finde auch, also ich weiß nicht, ob so ein Sonderling, das stimmt, glaube ich, auch. Das ist ja auch nicht richtig. Ja, aber Sonderling, also ich würde mich schon als Sonderling bezeichnen. Also, du bist aber ein Sonderling undercover. Ich habe auch letztens mit meinem Sohn über das Wort normal gesprochen und ich bin halt kein Fan von diesem Wort normal, weil es versucht, alle Menschen über einen Kamm zu scheren und irgendwie einen Maßstab zu setzen, an dem sich alle messen müssen. Und wenn du halt in der Nähe dieses Maßstabes bist, dann bist du normal und wenn du halt dich woanders bewegst, dann bist du nicht normal. Und deswegen, ich bin halt dann gerne irgendwo über oder unter diesem Maßstab. Mhm. Also Maßstab heißt jetzt nicht irgendwie, das ist die perfekte Höhe und alles, was da drüber ist, ist halt super toll, also wie beim IQ oder so. Sondern Maßstab heißt einfach bloß, das ist halt das, was wir kennen. Und alles andere ist irgendwie fremd. Und ich glaube schon, dass es den meisten Menschen oder vielen Menschen, die sich als normal bezeichnen, halt fremd ist, so zu leben, wie ich lebe. Also beziehungsweise in bestimmten Bereichen. Also das heißt aber nicht, dass ich das gut oder besser oder schlechter finde, sondern einfach, dass ich viele Sachen anders mache. Allein irgendwie 2 Jahre zu stillen, oder haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und ja, also, aber ich glaube, es geht nicht nur darum, also beim Nerdtum Sachen anders machen. Nein, aber auch, so. Oder okay, Entschuldigung. Nein, aber das in diesem Bezug auf Sonderling einfach. Und ja, also vor allem an dem Begriff normal finde ich immer problematisch, wer definiert den eigentlich, ne? Also es ist ja nicht irgendwie ein demokratisch legitimierter Begriff, sondern es ist irgendwie einer, der von denen, die angeblich normal sind, irgendwie, die eine vermeintliche Mehrheit, die nie richtig festgestellt worden ist, sozusagen, die darstellen. Und ich finde, das ist auch immer so ein bisschen und dieses Normal. Mir entzieht sich auch, was so gut daran ist, normal zu sein. Ja. Also natürlich, man passt halt rein, man findet so eher Leute, die zu einem passen, aber wenn ich so bin wie die anderen, heißt es ja nicht, dass ich so bin, wie ich bin. Und ja, und ich glaube auch, also ich habe als Kind durchaus, ich war als Kind auch, glaube ich, ziemlich in der Gruppe Sonderling unterwegs und ich habe mich total bemüht darum, normal zu sein. Und am Ende des Tages hat das eher dazu geführt, dass ich auch echt Probleme hatte, Freunde zu finden und sowas, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe. Und als ich irgendwann mal dann umgeschaltet habe und festgestellt habe, ich bin einfach, wie ich bin und ich war authentisch, dann war ich plötzlich, hatte ich dann diese Schwierigkeiten nicht mehr. Also das ist auch so ein Faktor. Dann findet man halt so seine Peer Group. Genau. Ey, krasses Wort. Dann findet man halt so seine Leute. Genau. Ja, wie zum Beispiel Autoren auf Buchmessen, die da stehen. Und auch da finde ich halt, gibt es halt Autoren, mit denen kann ich eher was anfangen und mit anderen, mit denen kann ich eher nichts anfangen. Und das ist dann halt auch okay. So. Ja. Deswegen aber, ist aber keiner mehr oder weniger normal oder mehr oder weniger besser oder schlechter oder irgendwie sowas. Es ist auch völlig wertungsfrei, ne? Also das ist, glaube ich, auch der entscheidende Faktor, weil ich glaube, das ist doch nicht normal. Das sagt man halt auch so abwertend. Ja, genau das ist, was mich, glaube ich, an dem Wort auch stört. Nochmal um das Thema Stillen. Ich weiß noch, zu mir hat dann mal jemand gesagt, der auf einem echt kleinen Dorf wohnt. Ja, hier macht das keiner. Ist doch nicht normal, dass man länger als 7 Monate stillt. Und ja, aber ich wohne in Berlin. Hier wäre es halt schon normal. So, weißt du? Aber es ist mir auch vollkommen egal, ob es jetzt normal ist oder nicht. Und ich glaube, ich bin unscharf. Andrea, ich werde dir jetzt nicht sagen, dass du scharf bist. Das müssen wir rausschneiden. Soll ich mal klicken? Warte. Okay. Das war ein Scherz. Ach so. Wenn du das gesagt hättest, dann hätten wir es rausschneiden müssen. Ja, okay. Aber du hast es ja nicht gesagt. Ja, aber um zum Nerdy zurückzukommen, ne? Aber ich glaube, das Ding ist halt da, auch bei wenn man so seine Nische gefunden hat, wo man sagt, zum Beispiel, ich hänge mich anders als andere da total rein, und dann ist halt auch nochmal die Frage, wie man das macht. Und ich glaube, dieses Nerdtum,
und ich meine das jetzt im positivsten Sinne wie möglich, ist halt dadurch gekennzeichnet, dass man sich da eben total reinfuchst und ehrgeizig ist und Liebe auch zum Detail entwickelt. Also jemand, der dann auch nicht abgeschreckt ist von der großen Masse an Informationen, die man da hat, sondern sagt, oh cool, so viele neue Sachen zu entdecken. Ja, ich glaube auch jemand, der halt nicht diese große Masse an Informationen sieht, sondern ich glaube, das war ja, glaube ich, auch Einstein, der das gesagt hat, oder ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder irgendjemand hat gesagt, je mehr ich lese, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß oder so. War er das? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aber ich glaube, nee, ich glaube, es war ein griechischer Philosoph. Ich glaube, es war es nicht. Aber ich glaube, Einstein hat aber auch was in die Richtung. Ist auch egal. Okay. Nee, ja. Sokrates? Ach, pff, egal. Ich kenne mich nur mit Platon aus. So. Oder Aristoteles. Sie waren alle sehr schlau. Sie haben alle schlaue Dinge gesagt. Irgendwas wird schon stumm. Auf jeden Fall. Ich komme da den Faden verloren. Ach so, genau. Ich glaube, man geht nicht gar nicht so an dieses Große ran. Ich glaube, dass man das gar nicht so bewusst sieht, sondern man sieht halt zum Beispiel das eine Buch, was ich jetzt auch, ich habe ja, wie gesagt, mich angefangen mit dem Thema Autorenplattform so zu beschäftigen und ich habe halt das eine Buch gelesen. Bin aber gar nicht davon ausgegangen, dass ich dann noch das Buch, den Blogartikel, den Podcast, meine eigenen Gedanken, das und das und das, diesen Rattenschwanz, der sich dann daran geschlossen hat, den habe ich überhaupt nicht gesehen am Anfang. Aber ich habe halt gemerkt, als ich das erste Buch gelesen habe, okay, ich will aber über diese eine Sache noch mehr wissen. Mhm. Und da muss ich noch rausfinden, wie das funktioniert. Und wie hat der das eigentlich gemacht? Und warum hat das bei dem funktioniert und bei dem nicht? Und dann kommen immer mehr diese kleinen Informationen dazu, die ich immer noch wissen möchte und die jemand anderen aber vielleicht gar nicht interessieren würden, weil es nicht sein Thema ist, weil der keinen Bock hat, sich mit diesem Thema so zu beschäftigen. Mhm. Und was mich dann frage, ist, ob jeder in irgendeinem Feld Nerd ist oder ob das eine Sache ist, dass manche Leute einfach Nerds sind und andere nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach Menschen gibt, die so eine Neigung einfach bei bestimmten, dass wenn sie sich in ein Thema reinfuchsen, halt dann richtig, aber dafür dann zum Beispiel nicht so viele Themen. Und ich glaube, es gibt dann halt auch Leute, die tatsächlich eher eine größere Bandbreite an Themen abdecken, aber sich nicht in jedes einzelne Thema so reinfuchsen. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Da habe ich zum Beispiel auch Leute im Bekanntenkreis, die in der Tat, die eigentlich, also wenn du dich mit denen unterhältst, ein riesiges, breites Allgemeinwissen haben, aber wenn sie mal ein Thema anschneiden, wo du richtig Ahnung hast und dann fragst du mal so ein bisschen und dann merkst du, ah nee, da kommt dann nicht mehr viel, weil es in der Tat relativ, also dann... Also sehr breit, aber nicht so, aber ein bisschen oberflächlicher halt eher. Dann. Ja, genau, also ohne das jetzt irgendwie abwerten zu meinen. Nee, ich weiß, wie du meinst. Also, das sind die Leute, die bei Günther Jauch dann die Millionen abräumen. Ja, genau. Aber den Telefonjoker brauchen für die Nerdfragen. Da kommen wir dann ins Spiel. Aber die These, die wir ja auch in den Raum gestellt hatten, war, muss man, um etwas richtig gut zu machen, muss man sich dann in diesem Thema auch richtig nerdartig reingefuchst haben? Das ist ja so ein bisschen die These, über die wir uns Gedanken machen wollten. Und da waren wir ja, glaube ich, ein bisschen so in die Richtung gegangen. Wahrscheinlich stimmt das tatsächlich. Wenn man richtig gut in etwas sein will, muss man so ein bisschen den inneren Nerd finden und pflegen und... Aber meinst du, man muss den inneren Nerd finden? Also... Also... ist der... Also weiß man von sich, dass man ein Nerd ist, ohne jetzt das Wort direkt zu benutzen, weil für viele ist es ja schon sehr negativ behaftet. Ja. Aber weiß man von sich, dass wenn man eine Sache angeht, dass man sich einfach nur genug damit beschäftigen muss und nerdig genug sein muss, um das hinzukriegen? Oder ist es so, dass man, ja, dass der Nerd einen dann findet in dem Moment, wenn man selbst das Thema findet, was für einen das Richtige ist? Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es möglicherweise vielleicht gar nicht so ein Entweder-Oder ist, sondern vielleicht bei dem einen mehr das eine und dann ist die Diplomatin. Vor allem, ich mache diese schöne Bewegung dazu. Dankeschön. Frage. Justitia. Aber ich habe mein, na egal, sie liegen da alle. Nein, also ich kann mir schon, also ich glaube zum Beispiel gerade beim Thema Buch veröffentlichen, also ich glaube, wenn man sich anfängt mit dem Thema zu befassen, dann kommt man eben so ein bisschen ganz schnell so von Höchstchen auf Stöckchen. Ne? Also man fasst das eine Thema an und merkt, da hängt ein Rattenschwanz dran und das führt einen zum nächsten Thema und da hängt ein Rattenschwanz dran. Und ich glaube, für den einen oder anderen kann es dann durchaus schon mal sein, dass das so ein bisschen, also so ging es mir zum Beispiel, dass ich teilweise dachte, oh Gott, das schaffe ich doch nie und das ist viel zu viel.
Aber das dann in der Tat so ein bisschen der innere Nerd bei mir war das dann so, der ist dann angesprungen und ich habe mich dann aber für das eine Thema total interessiert und bin auch so über die ersten Fehler, die man macht, dann hinweggegangen und habe dann versucht, das eine dann zu perfektionieren, bin zu dem nächsten gegangen und so arbeitet man sich eben so stückchenweise vor, ne? Aber ich glaube, man kommt halt irgendwie immer wieder an diese Punkte, wo man denkt, das ist ganz schön viel. Und ich glaube, dann muss man sich schon teilweise, glaube ich, aktiv, selbst wenn das Interesse total da ist und man auch bereit ist, Zeit zu investieren, aber ich glaube, manchmal muss man dann schon sagen, aktiv, ich will das jetzt, ich mache das jetzt und ich hänge mich da jetzt einfach total rein, genau wie bei anderen. Aber das ist ja eher Disziplin, oder? Also ist das beim Self-Publishing ist es ja auch so, dass es ein wahnsinnig komplexes Thema ist. Also da geht es ja auch um so viele Teilbereiche wie das gute Schreiben, das gute Überarbeiten, das Einschätzen von Titel und Cover, also nicht nur das Cover gestalten, sondern inwiefern das Cover zur Geschichte und zum Markt passt. Zielgruppe bestimmen. Alles, was zum Thema Marketing gehört. Lesungen, also das eigene Auftreten, der eigene Auftritt in sozialen Medien und so weiter, das ist ja unfassbar viele Teilthemen. Und dass man da klar Ausdauer und Disziplin braucht, ist ja klar, aber dieses Nerdige ist ja wirklich, was wir halt gesagt haben. Also du kannst dich ja relativ oberflächlich mit den ganzen Themen befassen, viel delegieren auch, Sachen, die du nicht kannst. Also du musst ja nicht der krasseste Cover-Designer werden, um als Beispiel, sondern du kannst es ja abgeben. Gibst du ja Lektorat, Korrektorat hoffentlich auch ab. Ja. Und so kannst du ja fast alles abgeben eigentlich, außer das Schreiben möglichst nicht, weil dann bist du nicht wirklich mein Autor. Du bist eher ein Herausgeber. Das Nerdige, was ich jetzt bei mir als nerdig bezeichnen würde, ist halt, was ich gesagt habe, ne? Ich lese ein Buch, aber es reicht mir einfach nicht. Ja. Also dieses Buch könnte wahrscheinlich schon irgendwie ein super Start sein und mich so auf den Weg bringen und so weiter. Aber ich will halt wissen, warum. Was habe ich denn jetzt mal hier für ein Beispiel? Wenn ich was zum Beispiel übers E-Mail-Marketing lese, dann will ich wissen, warum ich oder wie ein anderer Autor das auch so sieht, ob ich wirklich meine Leser, keine Ahnung, mit du ansprechen soll oder mit ihr. Ja. Dann will ich dieses eine Detail noch von anderen Leuten beleuchtet wissen. Oder ich möchte einfach mehr Details haben und nicht nur dieses oberflächliche Wissen, obwohl dieses oberflächliche Wissen mich vielleicht schon dorthin bringen könnte. Also, weißt du, obwohl es vielleicht ausreichen könnte und ich will gar nicht erst ausprobieren, ob es mir ausreicht, sondern in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen will ich es, keine Ahnung, ob das auch ein bisschen Angst ist, dass es nicht reicht oder so. Aber ich glaube, es ist, wie du sagst, ne? Also ich glaube, dieses Nerdige, ne? Also das zum Beispiel, das, was du jetzt gerade beschreibst, du bekommst irgendwie eine Information, aber du empfindest sie als unvollständig. Ich muss mehr darüber wissen. Ja, genau, es ist so. Nicht genug. Und es ist was mir gerade noch eingefallen ist, es ist diese Faszination für diese Details, die für andere super langweilig sind. Und du redest stundenlang mit anderen Leuten darüber, die gucken dich an, so, stimmt ich hab nicht? Da keinen was? Bock drauf. Also, ich begegne dem ja auch immer. Also ich unterhalte mich auch mit anderen Autoren und du bist so wirklich eine der wenigen, die dann auch so voll darauf einsteigt und sagt so, ja, okay, cool, ausprobieren. Und es hört sich so total cool an und ich will auch das und das dazu lesen. Und es ist wirklich auch eine Faszination und diese Faszination macht es halt so nerdisch, nordisch. By nature. You are. I'm not. Yeah, I am. Even though Berlin is quite Northly. Even though I don't look like it at all. Aber wir schweifen. Your eyes do. Ja, vor allem wir reden Englisch. Nein, aber das macht diese Faszination für diese winzigen Details, macht, glaube ich, auch so das Sonderliche am Nerdigen aus.
Aber es macht auch diesen unfassbaren Spaß aus. Weil das Ding ist, du findest dann irgendwie ein Thema und dann findest du was dazu und irgendeine neue Information, die deine Welt gerade total auf den Kopf stellt und denkst dir, krass, super. Also es ist ja so ein Erfolgserlebnis, wenn man dann was Neues lernt. Und wenn genau, das ist nämlich auch das Ding. Ich guck ja auch total gern Online-Kurse von richtigen Experten. Ja. Und das Ding ist, ungefähr 90% der Informationen, die ich da drin aufnehme, sind mir bewusst oder überflüssig. Mhm. Aber dann kommen dann kommen weitere 9%, wo ich denke, oh cool. Und dann kommt dieses 1%, wo die wirklich das ist so ein Nebensatz oftmals nur, und du denkst so, wow. Ja, mindblown. Genau, so darauf habe ich gewartet. Warum habe ich davon nicht vorher was gehört und so? Und ich glaube, das ist halt auch was das Nerdige dann so erfolgreich macht. Also warum man aus dem Nerdig-Sein so einen Erfolg ziehen kann, weil man diese winzigen Details, die halt in diesen oberflächlicheren Büchern eher deutlich weniger vorkommen, weil man davon einfach mehr hat, wenn man mehr liest und hört. Ich glaube auch, um auch nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, hat man so einen inneren Nerd oder nicht? Ich glaube, manchmal ist es tatsächlich auch, dass wenn man merkt, man hat dieses eine Thema gefunden, wo man sagt, boah, ich brauche dazu mehr Informationen und die Informationen geben einem Freude. Ich glaube, manchmal muss man auch so ein bisschen die Hemmschwelle, die dadurch auch aufgebaut wird, man erzählt anderen davon, die sagen so, hä, was? Das ist doch total langweilig. Stimmt, und sowas. Ja. Und dann denkt man sich, ja, nee, vielleicht ist das auch ganz langweilig. Und ich glaube, da muss man dann manchmal wirklich sagen, nee, ich vertraue mal meinem inneren Nerd, der hat gesagt, yay, gib mir Futter. Weil man dann in der Tat einfach auch auf Informationslevels relativ zügig auch kommt, die wirklich großartig sind, wo man dann einfach Dinge lernt, mit denen man tolle Sachen machen kann. Aber ich glaube, das ist dann manchmal echt so ein Punkt, den man echt überwinden muss, weil man gehört ab einem gewissen Level auch zu einer kleinen Gruppe von Leuten. Genau, dann gehört man halt irgendwann zu der Expertengruppe in gewisser Weise, auch wenn man vielleicht mit seinem Wissen noch nicht so viel erreicht hat. Und was mir gerade noch bewusst wird, ist, ich glaube halt, es hat halt jeder auch so seine eigenen Nerd-Themen. Also ich könnte jetzt auch kein Nerd in Rasenpflege werden, wahrscheinlich. Oder ich geht leichter, als du denkst. Ich beschäftige mich mit diesem Thema gerade. Ja, leicht gehen und sich da direkt ganz tief reinarbeiten, sind aber zwei verschiedene Dinge. Ja, das stimmt. Aber es ist möglich. Okay, es gibt auch die Overall-Nerds, offensichtlich. Ist freier. Oder die Nerds aus Notwendigkeit heraus. Nerds aus Notwendigkeit. Wenn man einen Rasen hat, der nicht gut aussieht und fragt sich, wieso. Und dann gibt es natürlich die ganz klassischen Nerds, so wie ich, die den Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek nicht nur wissen, sondern brauchen. Also wirklich. Andrea, ich wollte dir nicht sagen, dass du das nicht weißt, dass es einen Unterschied gibt. Ich wollte nur festhalten, dass es zwischen den Menschen, die auf Star Trek stehen und auf Star Wars, dass Star Wars, glaube ich, schon ein bisschen mehr Mainstream ist als Star Trek, oder? Ja, das glaube ich auch. Aber das liegt, also ich mag Star Wars persönlich auch lieber. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Hälfte der Fanbase verloren. Ich glaube nicht, dass unsere Fans vor allem, dass die Leute, die uns, zugucken, dass die auf eine von denen. Aber schreibt uns, Star Trek oder Star Wars? Es sind auch normale. Ich bin eher Sequest übrigens. Ist hier irgendjemand Team Sequest? Sequest. Wenn ihr Team Sequest seid und wenn du wieder Geest gelesen habt, dann guckt euch Oliver und Captain Richard an und Niklas und Lieutenant Brody. Es hat so viel Sinn gemacht, als du das geschrieben hast. Ich werde Bilder von den beiden hier einbinden, damit ihr weißt, wen ich meine. Ja. Damit ihr weißt, wen ich meine. Grandioses Deutsch. Es war eine krasse Woche. Bitte zeig dieses Video nicht deinem Schwiegervater. Okay, aber die Frage haben wir immer noch nicht geklärt. Kann man erfolgreich sein, wenn man kein Nerd ist? Oder muss man ein Nerd sein, um erfolgreich zu sein? Muss man ein Nerd sein, um richtig erfolgreich zu sein? Muss man vielleicht einfach nur einen Nerd anstellen, um richtig erfolgreich zu sein? Oder viele Nerds? Also Nerds zum Beispiel, die Tonqualität auf das absolute perfektionistische Maximum erhöhen, weil sie 300 Bücher dazu gelesen haben. Und das Ding ist ja auch dann beim Nerd sein, finde ich, was da auch total dazu gehört, das hat man ja auch bei Computerspielen. Wenn du so ein Computer-Nerd bist oder auch beim Zeichnen oder habe ich vorhin schon erzählt, so einer YouTuberin, die Haare flechtet und so. Und ich versuche immer, das Haareflechten nachzumachen. Und bei ihr sieht es immer so übelst krass aus. Und bei mir sieht es immer so aus wie, ja, so wie es seit 20 Jahren aussieht, wenn ich meine Haare flechte. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, genau. Oder genau, kann man einfach mehrere von diesen Nerds einstellen? Oder also braucht es wirklich Nerds, um richtig erfolgreich zu sein?
Also ich sag mal so, ich glaube, es schadet nicht, aber ich glaube, das darf man halt auch nicht vergessen. Ich glaube, es ist jetzt auch kein Erfolgsgarant, weil wenn du zum Beispiel so ein totaler Nerd bist, der sich zum Beispiel in Tonqualität für Hörbücher volle Kanne reinfuchst, so, und dann aber nie ein Hörbuch zum Beispiel wirklich fertig bekommt oder eben nur sehr schleppend, weil er sich da total reinfuchst und da kommt dann der Perfektionismus dem Nerd sein entgegen. Glaubst du, dass Nerds Perfektionisten sind? Ja. Ich glaube ja. Ich glaube, das ist so ein typisches Charakteristikum. Glaubst du, dass alle Perfektionisten Nerds sind? Nein. Nee, ich glaube, es gibt Menschen, die wollen alles perfekt durchaus haben und sind unzufrieden, wenn sie es nicht perfekt haben. Aber ich glaube, diese Bereitschaft, die der Nerd hat, sich da auch total reinzufuchsen, die hat nicht jeder Perfektionist. Also, das ist meine persönliche Ad-hoc Antwort auf diese sehr, sehr komplexe Frage. Die war aber sehr kurz. Die Frage. Das stimmt. Ja, was denkt ihr dazu? Ja. Und denkt ihr, dass wir Nerds sind? Oder meint ihr, wir haben doch keine Ahnung, wovon sie reden? Hört ihr überhaupt noch zu? Habt ihr bei dem Wort Nerd sowieso schon ausgeschaltet? Ich glaube, der Ruf des Nerds ist deutlich besser mittlerweile, als er das noch vor 10 Jahren war. Durch The Big Bang Theory. Eine sehr, sehr tolle Serie im Übrigen, die ich sehr, sehr gerne geguckt habe. Nee, ich habe sie tatsächlich nicht geguckt. Andrea. Sorry. Gilmore Girls. Sequel. Auch eine sehr tolle Serie. Ey, komm, die Gilmore Girls sind Nerds. Absolut, natürlich. Auch sie haben irgendwann mal eine Star Wars-Diskussion geführt und ich habe die Folge geliebt. Luke und Lorelei haben das im Übrigen gemacht. Aber der tatsächliche Nerd ist ja Amy Palladino, also. Ja, das stimmt. So, ich dachte, langsam kommen wir dem Ende auch entgegen, ne? What about the next 2 weeks? Ja, willst du anfangen, Andrea? Ich kann anfangen. Ich fahre erstmal ein paar Tage weg zu meinem Bruder. Ins wunderschöne Thüringen, darauf freue ich mich schon sehr. Und dort werde ich allerdings... Trommelwirbel. Ich stehe wieder. Nein! Da muss ich auch an eine Gilmore Girls-Folge denken, wo, ich glaube, Lorelei macht einen Trommelwirbel. Warum macht sie den nochmal? In welcher Folge ist das? Und Rory fragt, war das ein Trommelwirbel? Und ich glaube, der Trommelwirbel war dann auch bei... Emily fragt auch nochmal, war das ein Trommelwirbel? Ich weiß es nicht. Aber es war so ein Friday Night Dinner. Okay, egal. Auf jeden Fall werde ich anfangen mit dem zweiten Teil von Lara. Ja, ich freue mich total doll. Juhu! Ich wollte eigentlich, aber das habe ich nicht mehr geschafft, bevor ich wegfahre, Lara als Hörbuch aufnehmen. Ich werde jetzt gucken, dass ich zumindest eine Stunde pro Tag, bevor ich wegfahre, noch aufnehme. Weil eigentlich dachte ich, dass es ganz cool gewesen wäre, das Buch zu lesen, bevor ich das nächste anfange. Aber ich werde dann jetzt in den Tagen erstmal wenn ich weg bin, ich will da jetzt auch nicht so viel machen, nur 2-3 Stunden morgens, bevor alle anderen aufstehen. Da will ich die ganzen Notizen, weil ich habe eine unfassbar riesige Datei bei Evernote an Notizen, die will ich ausdrucken und mal sortieren, weil da ist ganz, ganz viel, einfach so immer Sachen, die mir eingefallen sind. Das will ich so ein bisschen sortieren und dann einmal so einen Abriss schreiben, wie die Story wird bei einem Thriller, da muss man ja. Ich habe übrigens dann jetzt auch in den letzten Tagen noch so ich wollte ja eigentlich schon im April, wollte ich ja schon schreiben, ne, den ersten Entwurf. Und ja, habe ich nicht gemacht. Und ich wusste, das hat einen Grund, warum ich das nicht gemacht habe. Und vor 2 Tagen fiel mir dieser Grund ein, beziehungsweise fiel mir eine Sache zu dem Buch ein. Und jetzt weiß ich, warum. Und es ist so cool. Ich freue mich so auf diesen Twist. Oh, ich bin aufgeregt. Ich freue mich super doll auf den zweiten Teil. Ich habe den ersten ja auch so verschlungen. Ein bisschen Angst immer noch. Super cool. Ach, geil. Genau, also davon werde ich dann den Abriss schreiben und und dann habe ich halt noch dieses bisschen mehr YouTube, ein bisschen mehr Autorenplattform, aber auch ein bisschen mehr runterkommen von allem. Dann steht natürlich auch das Hörbuch für an. Und ja, ich habe ganz viele Blogger-Kontakte geschlossen in der letzten Woche, nochmal unfassbar krass. Ich habe einen Blogger-Aufruf bei Instagram gemacht und ich dachte schon so, es melden sich irgendwie 5 Leute, aber letztendlich war es dann echt so extrem viel. Krass. Und das wird auch eine Menge Zeit einnehmen nochmal. Also ich habe zwar die meisten Bücher schon verschickt, aber ja, mit den Rückmeldungen dann hin und her und das ist ja dann auch immer ein bisschen, aber es macht auch Spaß.
Aber ja, es ist halt großartig. Auch viel Zeit und dann sind noch Ferien, ich will Zeit mit meiner Family verbringen und ja. Yoga. Oh, und ich werde wahrscheinlich morgen ein Probetraining im Krav Maga Studio machen. Ach krass, das ist brutal. Ja. Bei uns gab es, also das Thema beschäftigt mich ja sowieso schon eine ganze Weile, hat mich ja auch mit meinem Buch ein bisschen beschäftigt. Und dann gab es hier bei uns in der Umgebung 8 Fälle von teilweise sehr schwerer Vergewaltigung. Ist ja auch durch die Nachrichten gegangen, die haben den, glaube ich, letzte Woche gefasst, ne? Genau, die haben den gefasst. Mhm. Es war auch noch total krass, der hat ja wirklich irgendwie bei helllichten Tag die Frauen freundlich angesprochen und so. Und ja, also ich kann zwar ein bisschen was, aber ich finde halt dieses Thema auch einfach super wichtig und ja. Definitiv. Ja. Krass. Genau, darauf freue ich mich, da bin ich super gespannt drauf. Mein Taekwondo-Training ist ja gerade dank Corona und Ferien und so eingeschlafen und so. Das kann eh nicht schaden, da mehr Richtung Selbstverteidigung. Nee, kann es nie. Also ich glaube, das ist auch so ein Thema, da muss eigentlich viel, viel mehr gemacht werden, weil das kann es sein. Ja, in Schulen schon anfangen, sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen. Also. Ja, definitiv, auch Jungs, total. Krass. Ja. Das klingt aber nach ziemlich tollen 2 Wochen, ehrlich gesagt. Mhm. Cool. Und bei dir? Genau, bei mir steht tatsächlich an, ich werde jetzt das Hörbuch für die Prinzessin von Atlantis fertig aufnehmen. Ich freue mich und schon. Verschicken und was denkst du, wie lange du dafür brauchst? Ich glaube, ich werde jetzt noch die Woche dafür brauchen. Also ich wollte eigentlich jetzt, heute wollte ich eigentlich fertig werden. Ich habe jetzt die Hälfte geschafft. Also ich bin halt, wow. Ja, also ich denke, ich werde die Woche jetzt noch dafür brauchen. Mal gucken, sodass ich nächstes Wochenende die Dateien fertig habe. Und dann werde ich die letzte Korrektoratsrunde einarbeiten, Buchsatz machen. Diese ganzen Späßchen. Und, hast du dich jetzt schon mit dem Buchsatz beschäftigt oder machst du das dann quasi on the go? Nee, das mache ich wirklich, wenn ich fertig bin mit dem Hörbuch. Also ich wollte wirklich macht ja auch am meisten Sinn, das parallel zu machen und dann gleich umzusetzen, wenn man es lernt. Das Interessante ist nämlich, dass ich jetzt doch nochmal so ganz kleine Mini-Fehler finde teilweise. Also irgendwie doch mal, wo ein N fehlt oder wo ein Komma falsch gesetzt ist. Also so Sachen auch, die das Lektorat übersehen hat. Die siehst du halt jetzt wirklich, weil du beim Lesen liest du halt, guckst du ganz, ganz genau hin. Und das ist halt wirklich schön, das nebenher nochmal zu machen, weil das dir dann einfach viel mehr Sicherheit auch für den Text gibt, dass dann die letzten Sachen auch richtig raus sind. Wobei mir trotzdem Sachen entgangen sind. Also ich habe ja das Korrektorat nach der Aufnahme gemacht und meine Lektorin hat zwar weniger gefunden, als sie sonst findet, aber auch, weil sie während dem Lektorat schon immer die Fehler mit rauspickt, aber trotzdem hat sie noch einiges gefunden. Ja, also ich glaube, ganz fehlerfrei, das ist aber auch, glaube ich, selbst bei Verlagsbüchern und sowas findest du auch Sachen drin. Das ist einfach so ein bisschen Teil des Geschäfts. Aber es sollten halt keine groben Schnitzer mehr drin sein. Ich habe und auch nicht auf 5 Seiten. Ich habe aber allerdings in der ersten Taschenbuchversion, deswegen habe ich ja aber auch nur eine kleine Auflage vom ersten Taschenbuch bestellt. Das ist schon das ein oder andere, wo ich mir so denke, okay. Aber ich habe festgestellt, das Hörbuch aufnehmen ist halt wirklich so für die Endbearbeitung der Hammer, weil ich habe ein, das hast du überlesen, das hat das Lektorat überlesen, das Korrektorat hat es überlesen. Ich habe ein Plothole, ein riesiges Plothole. Ja, das musst du mir nach der Aufnahme erzählen. Es ist wirklich, also in der Tat, Spoiler, ich kann es euch nicht sagen, aber es kommt raus, es war ganz einfach zu beheben, aber es war ein katastrophales Plothole. Und ich habe das gelesen, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Stimmt, da sind mir auch ein paar Sachen aufgefallen beim Aufnehmen. Dafür ist echt cool. So Kleinigkeiten. Und ich finde, was man gut rausfindet, ist dieses, wer spricht wann. Ja. Also, da habe ich auch einiges, sagte er oder sowas noch mit dazugefügt, weil wenn du sprichst, dann weißt du es zwar, aber dir wird es dann mehr bewusst so für dich. Genau, das sind so ganz typische Kleinigkeiten und das macht den Text irgendwie dann nochmal richtig rund. Nee, und dann gehe ich in das ging jetzt so Kategorie. Schnell irgendwie. Ja, und dann will ich eigentlich veröffentlichen. Ach so, genau. Und dann noch was sehr, sehr, sehr Cooles. Ich plane gerade mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir einen Trip nach Santorin, weil ich für den dritten Teil meiner Atlantis-Reihe, der wird auf Santorin spielen. Ist ein bisschen spoilerig, aber es ist nur ganz bisschen. Auf jeden Fall teilweise. Und ich habe immer so ein bisschen ich mag es gerne, Orte zu beschreiben in Büchern, an denen ich tatsächlich war. Und wir haben uns noch nicht getroffen und haben so ein bisschen überlegt beim Grillen, so was wir denn mal Cooles machen können. Dann habe ich das vorgeschlagen. Sie war total Feuer und Flamme und hat schon Sachen rausgesucht und Flüge. Und ich muss mal jetzt die Woche checken, ob das bei der Arbeit geht. Und dann plane ich einen Recherchetrip auf eine griechische Insel. Oh. Mega. Ich freue mich total. Hoffentlich darfst du dann wieder zurückkommen. Ja, in Griechenland wollte ich nicht
Naja, okay, Wetter schön, aber ich wollte ja jetzt nicht dauerhaft bleiben. Nein, insofern, die nächsten 2 Wochen werden spannend. Wir werden. Und das hast du in den nächsten 2 Wochen vor? Den Recherchetrip? Oder? Nee, sondern nee, das Planen des Trips. Genau, okay. Dass ich dann so ein bisschen Eckdaten und hoffentlich haben wir dann schon Sachen gebucht. Und wir wollen das jetzt irgendwie gerne tatsächlich im Herbst machen. Und denn, ja, ich plane ja auch meinen dritten Teil und das der Plot wächst auch gerade im Kopf. Und in der Tat, ich habe auch eine Evernote-Notiz, die ganz konfus ist und immer länger wird. Und, aber es ist super praktisch, wenn man sie einfach von überall weiterführen kann. Mega, total. Und, aber ich stelle halt bei einigen Notizen fest, verdammt nochmal, was meintest du denn damit? Aber ich mache die schon sehr spezifisch. Also okay, das ist gut. Vollständige Sätze und sowas. Und ja, ich nicht, sondern irgendwie kommt dann das nur so. Das ist natürlich blöd. Ja, also nicht, dass du blöd bist, sondern das ist dann natürlich blöd, wenn man die aber es ist mir auch gefallen, dass ich übelst viel in meinen Haaren rumfummel und das fällt mir bei dir auch gerade auf. Warum machen wir das? Ich weiß, warum wir das machen, weil wir ein bisschen aufgeregt sind. Das ist ein typisches Anzeichen für Frauen, die nervös sind. Okay. Ja, gut. So, aber ich würde sagen, wir haben noch einen guten Ausblick. Was? Hammers. Hammers, yay. Hammers. Und dann werden wir in 2 Wochen ziemlich viel und hoffentlich tolle Sachen zu berichten haben. Grins. Jetzt müssen wir ein Outro machen. Vielen Dank, dass ihr. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Habt ein bisschen was gelernt? Und erzählt uns, was ihr dazu meint. Reden wir völligen Stuss? Oder stimmt ihr uns zu? Habt ihr was hinzuzufügen? Vermutlich ganz viel. Bitte tut dies in den Kommentaren oder auch auf Instagram oder Facebook. Und wir freuen uns auf jeden Fall mega, dass ihr es bis hier durchgehalten habt. Und wenn ihr Ideen oder Anregungen habt oder sagt, wir sollen was vertiefen oder über ein Thema nicht mehr reden. Dann, zum Beispiel Haare oder keine Ahnung. Nerds. Ihr dürft nicht Gilmore Girls sagen. Nein. Nein, es gibt so ein paar Themen, die sind heilig. Sorry. Nein, aber dann schreibt uns das auch gerne. Wir freuen uns total über Feedback jeder Form und gebt uns gerne einen Daumen hoch hier unter dem Video. Genau. Ne? Rezensionen sind wichtig. Ein Herzchen. Das sieht ja komisch aus. Hier ein Herzchen oben. Denn egal wie klein oder schmal, jede Rezension, jede Form von Feedback ist mega wichtig und bringt uns weiter. Auf jeden Fall. Dann danke, dass ihr uns hört, lest und seht. Habt eine ganz, ganz tolle 2 Wochen Zeit. Wir freuen uns total aufs nächste Mal und wir berichten euch doch mal, was aus uns so geworden ist in 2 Wochen. Was aus uns geworden ist. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.